kein Geld da ist, dann macht man Reformen. Wollen wir nochmal Wettbewerbsfähigkeit verbessern? Dann kommt Donald Trump an die Macht. Dann haut er den Deutschen so auf den Sack. Das Einzige, was hilft, was man machen kann, ist, Schulden zu machen. Wenn man das nicht will und kann, weil man eine verrückte Verfassung hat, dann muss man leiden. Frau von der Leyen hat null Ahnung. Der Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, Gentiloni, ist ein netter Kerl, hat aber auch null Ahnung. So, dann kommt Frau Lagarde, die weiß auch nichts von dem, was sie da tut. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir müssen dringend mal über den Zustand der deutschen Wirtschaft schreiben und der europäischen und wie wir den Karren aus dem Dreck kriegen, wir als alter kranker Mann Europas, der wir ja angeblich wieder sind. Hierfür habe ich einen sehr spannenden Gast. Er ist sehr häufig bei uns zu Gast und ich freue mich immer wahnsinnig, denn er ist nicht so im Mainstream, sondern schiebt auch mal Debatten an und bürstet auch mal ein wenig gegen den Strich. So muss das nämlich sein, um mal bessere Lösungen zu finden. Er ist Volkswirt, war im Finanzministerium als Staatssekretär und ganz viele Jahre Chefvolkswirt der UNCTAD. Herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal, Heiner Flassbeck. Hallo, guten Tag. Freue mich sehr. Ja, fangen wir mal an. Robert Habeck hat bei seinem Jahreswirtschaftsbericht, der nicht so wahnsinnig dolle ausfiel, und denn musste ja die Prognosen unternehmen, Deutschland, das wird wohl nichts mit großem Wachstum in diesem Jahr, will jetzt einen Reformbooster auf den Weg bringen. Das ist es, was wir brauchen, und vor allem brauchen wir mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das klingt doch nett, oder? Ja, das klingt, ich habe das in einem Beitrag auf meiner Seite Relevante Ökonomik gerade geschrieben, das klingt wie vor, ich bin ein alter Mann, deswegen ich kann mich gut erinnern, wie vor 40 Jahren, vor 40 Jahren klingt das und wie vor 20 Jahren, das klingt immer gleich, wenn Sie kein Geld haben, wenn kein Geld da ist, dann macht man Reformen, dann verbessert man die Wettbewerbsfähigkeit. Nur dummerweise sind wir extrem wettbewerbsfähig in Deutschland und wir kommen nachher noch drauf, wir werden gerade durch die Lohnentwicklung noch wettbewerbsfähiger wieder. Aber also insofern kann man nur sagen, da müssen die Nachbarn müssen in die Schützengräben, die müssen in die Deckung gehen, wenn Deutschland wieder anfängt, Reformen zu machen. Ich meine, es ist vollkommen klar, es hat unter Kohl hat es, die Reformen, das war alles Show. Aber was funktioniert hat, damals hat die D-Mark stark abgewertet unter Kohl in den 80er Jahren. Ne? Die hat sehr stark abgewertet und dann hatte Deutschland einen Exportboom und hatte hohe Leistungsbilanzüberschüsse, bis die Amerikaner dann dazwischen geschlagen haben und den Deutschen das verboten haben sozusagen und der Dollar wieder runterging. Aber und vor 20 Jahren war es die rot-grüne Koalition, die auch Reformen gemacht hat, weil sie kein Geld hatte, weil sie nicht wusste, was sie sonst machen sollte. Und dann haben sie wieder die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und es hat tatsächlich funktioniert. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss in der Währungsunion ist dann dramatisch in die Höhe gegangen und der ist heute noch hoch. Ne? Wir haben jetzt gerade die Zahlen gekriegt für das vergangene Jahr. Auch im vergangenen Jahr ist der deutsche Leistungsbilanzüberschuss wieder 280 Milliarden. Das sind fast 7% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen alle europäischen Regeln, wo man höchstens 6% haben darf, was auch schon fragwürdig ist, aber 6% offiziell darf man haben. Deutschland ist deutlich drüber und die Regierung erwartet für diesmal noch eine Erhöhung. So, was wollen wir jetzt machen? Jetzt wollen wir nochmal Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Und was dann? Dann kriegen wir nicht 7% Leistungsbilanzüberschuss, sondern 12% oder so. Dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Dann ist es nämlich furchtbar einfach. Dann kommt Donald Trump an die Macht. Und er wollte das ja das letzte Mal schon machen in den USA, dann haut er den Deutschen so auf den Sack, die sind ja inzwischen unser größter Handelspartner, und sagt, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Er hat ja damals schon gesagt, Trump hat gesagt, the Germans are bad, very bad, weil er gesagt hat, die mit ihren Riesenüberschüssen. Und wenn wir nochmal erhöhen, es ist vollkommen unmöglich. Und auch in Europa, die Länder werden verrückt werden. Was soll denn Frankreich machen? Die sind dann völlig gefangen, auch Italien. Es ist vollkommen unmöglich. Man konnte das 2000 nochmal machen. Und das konnte wirksam sein bis 2020, weil man dazwischen die deutsche Vereinigung hatte, wo der deutsche Leistungsbilanzüberschuss total verschwunden ist. Der ist sogar negativ, ins Negative gegangen, in Defizit. Da konnte man das nochmal machen. Aber jetzt auf einen Überschuss von 7% kann man nicht nochmal die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Das ist vollkommen absurd. Mhm. Aber man, sagen wir mal, im Allgemeinen sagt man doch, die Agenda 2010, von der hatten wir es jetzt gerade eben, war doch ein großer Erfolg für uns. Danach hatten wir doch wirtschaftliche Prosperität. Das ist doch das, was wir wollen. Ja, für Deutschland, aber zu Lasten der anderen, eindeutig zu Lasten der anderen. Wir können die anderen nicht dauernd niedermachen.
meine, man kann auch Erfolg für sich selbst haben, aber man kann nicht Erfolg dauernd zulasten der anderen haben. Das ist unmöglich. Wettbewerbsfähigkeit heißt, ein anderer verliert Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept. Wir können alle zusammen reicher werden, wir können alle zusammen produktiver werden, aber wir können nicht alle zusammen wettbewerbsfähiger werden. Wird immer nur einer wettbewerbsfähig und die anderen verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. So, die machen wir dann fertig. Und das geht halt nicht beliebig. Man kann nicht beliebig die anderen fertig machen, die Handelspartner. Das ist am Ende. Und das ist ein großer Irrtum zu glauben, man kann heute mit der gleichen Politik wie 2002, 2003 erfolgreich sein. Aber es klingt doch jetzt erstmal doch nicht verkehrt, wenn man jetzt als Regierung hingeht und sagt, naja, lass doch mal versuchen, unser Land für die Wirtschaft attraktiver zu machen. Für Investitionen, private, durch Unternehmen, die dann sagen, hier investiere ich und baue ein Unternehmen auf oder expandiere von hier in die Welt. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Nein, da bin ich absolut dafür. Nur nicht zulasten der anderen, wenn man das selbst macht. Man kann ja, Deutschland ist ja die große Wirtschaft, wir können unsere Investitionen beleben. Wir haben inzwischen nur leider im Moment eine gewaltige Investitionsbremse, kommen wir auch noch dazu, namens EZB, das ist die Investitionsbremse. Die zu überspielen, ist unglaublich schwer. Und die zweite Investitionsbremse ist, dass der deutsche Staat sich einbildet, sage ich mal, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, dass er kein Geld hat. Also in der Verfassung steht, du deutscher Staat sollst jetzt kein Geld haben. Also meine, das ist eine komische Verfassung, aber das ist man auch selbst schuld. Und wenn man das alles wegnimmt, wenn man macht wie die Amerikaner haben Geld, die geben Geld aus wie verrückt, und die haben ein irres Wachstum, die haben Vollbeschäftigung. Also da müssen wir einfach was von lernen. Wir sind eine große, Europa insbesondere, Europa ist eine große, geschlossene Volkswirtschaft und die kann sich nicht verhalten wie die kleine Schweiz oder irgendein Pipi-Land, das sagt, ich verbessere jetzt mal meine Wettbewerbsfähigkeit und was die anderen machen, ist mir scheißegal. Ob Frankreich den Bach runtergeht, ist mir scheißegal und Italien, das können wir einfach nicht. Das ist in unserem eigenen Interesse, ist das verrückt. Ne? Aber was ist die Alternative? Also ich meine, jetzt ist ja eben, wie gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit in dem Sinne soll ja mal hier und da ein paar Steuererleichterungen geben, die natürlich querfinanziert sind. Auch das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, wenn man der Wirtschaft etwas mehr Raum gibt. Nein, das funktioniert nicht. Alles, was man gegenfinanziert, schadet wieder der Wirtschaft. Jeder Euro, den man gegenfinanziert, der wird den Unternehmen wieder weggenommen. Ne? Das begreifen die Leute nicht. Erstaunlicherweise, das Schöne ist, die Liberalen oder die Libertären, was es da alles gibt, die begreifen am wenigsten, wie die Marktwirtschaft funktioniert. Marktwirtschaft ist ein System, wo die Unternehmen das Residualeinkommen, nennt man das, das Resteinkommen bekommen, von dem, was überbleibt, wenn alle Verträge abgegolten sind. So, und dieses Resteinkommen heißt, wenn der Staat den Unternehmen die Steuern senkt, ist aber gegenfinanziert, dass die Gegenfinanzierung wieder voll zulasten der Unternehmen geht. Denn da fällt Nachfrage weg. Er kann den Leuten das Bürgergeld kürzen oder so. Was machen die Leute, wenn sie weniger Geld haben? Sie fragen weniger Güter nach. Wem schadet das, wenn weniger Güter nachgefragt wird? Den Unternehmen. Wem denn sonst? So, was ist dann? Die Gegenfinanzierung macht das Eigentliche kaputt, nämlich die Steuersenkung. So, es bringt nichts, man kann nichts gegenfinanzieren. Das Einzige, was hilft, was man machen kann, ist Schulden zu machen. Wenn man das nicht will und kann, weil man eine verrückte Verfassung hat, dann muss man leiden. Es gibt keine goldenen Wege. Man kann auch mit der EZB reden, das müsste man sowieso tun. Ich meine, man müsste in Europa eine ganz andere wirtschaftspolitische Debatte haben, dann würde man sehen, dass die EZB einen irrsinnigen Fehler macht und gemacht hat. Aber es gibt nicht einfach so ein Mittelchen, dass ich aus der Tasche ziehe und sage, mit dem putsche ich jetzt die deutsche Wirtschaft hoch. Das gibt es einfach nicht. Wir kommen gleich noch auf die Details, aber die spannende Frage ist ja immer, die uns ja seit Jahren umtreibt, auch gerade mit Ihnen, ist, warum haben wir keinerlei Wirtschaftsdebatte in Europa? Ja, das frage ich mich in der Tat auch. Das ist in der Tat die spannendste Frage überhaupt. Aber ich kann nur sagen, ich habe das, glaube ich, schon oft gesagt, ich sage das noch mal ganz brutal, das Personal ist dafür nicht geeignet. Ich kann in der Spitze der Europäischen Kommission anfangen. Frau von der Leyen hat null Ahnung. Der Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, Gentiloni, ist ein netter Kerl, hat aber auch null Ahnung. So, dann kommt Frau Lagarde, die weiß auch nichts von dem, was sie da tut. So, und dann können wir so weitergehen. Und die deutschen Minister sind auch alle Laien. Wo soll da eine Debatte stattfinden? Das ist die spannende Frage. Und meine Ökonomenkollegen sind manchmal auch ein bisschen sehr, sehr einfach, sage ich mal. Ein bisschen, um freundlich zu sein, sind sie sehr einfach.
Ja, die Welt ist nicht so einfach. Wir müssen ein bisschen komplexer denken. Um nochmal auf die Geldpolitik zu kommen, wie gesagt, gegen eine Situation, wo du eine Rezession hast und gleichzeitig hohe Zinsen, und die Zinsen sind hoch, weil die Preise ja inzwischen fallen. Für die meisten Unternehmen fallen inzwischen die Preise, das muss man sich vorstellen, ne? Die Erzeugerpreise industrieller Produkte, die Großhandelsprodukte, für fast alle Unternehmen fallen die Preise. Das heißt, die haben fallende Preiserwartungen. Und darauf zahlen sie 4% oder 4,5% oder 5% Zins. Das sind Realzinsen, die sind 7, 8, 9% oder sowas. Das ist verrückt. Das gibt doch die Wirtschaft nicht her, die um null wächst oder überhaupt nicht wächst. Das gibt die einfach nicht her. Jedenfalls nicht im Durchschnitt. Einer oder zwei oder drei sind immer erfolgreich, aber die im Durchschnitt gibt es die Wirtschaft nicht her. Und gegen diese Bremse, ich habe schon mal gesagt, da kann man sich am Kopf stellen, da kann man überhaupt nichts machen. Die Bremse muss weg, und die kann auch weg, weil ja die Inflationsgefahr praktisch null ist jetzt. Ja, Sie haben es lang genug, das darf man an dieser Stelle ja auch sagen, waren ganz früh dabei mit der Aussage, dass das eben nur ein temporärer Preisschock ist und wir hier keine echte Inflation haben. Das muss man ja auch mal dazu sagen an der Stelle. Ja, darf man sagen. Muss man sagen. Auch ich darf das mal sagen, weil ja, man muss ja nur die Kommentare lesen, als ich das dann damals gesagt habe, was die Leute alle so von sich gegeben haben, weil ich lese normal keine Kommentare, aber ab und zu schaue ich doch mal drauf. Da muss man, die müssen sich alle mal an die Nase greifen und sich fragen, was sie eigentlich da erzählt haben. Also gut, es ist vollkommen klar, es war ein temporärer Schock. Wir haben die Normalisierung, und es ist eben in vieler Hinsicht eine Normalisierung. Und seit gestern oder vorgestern wissen wir es auch auf der Lohnseite, eine Normalisierung. Insofern ist Inflation eigentlich kein Thema mehr. Jetzt haben wir diese Woche, in der wir sprechen, kommt noch die EZB-Sitzung, die Ratssitzung mit Zinsentscheid, der mutmaßlich quasi keine Veränderung mit sich bringen wird, nämlich keine Zinswende nach unten. Das ist ein großer Fehler aus Ihrer Sicht natürlich, gell? Ja, das ist der größte wirtschaftspolitische Fehler derzeit überhaupt. Und ich frage mich, was manche Leute, und das sage ich auch ganz offen, zum Beispiel unserem Bundesbankpräsidenten dabei beitreibt. Wir haben, es gibt jetzt eine neue Untersuchung der EZB, die zeigt, dass wir durchaus ein bisschen Lohnsteigerung haben. 4,5% sind es so permanente Lohnsteigerungen in der gesamten Europäischen Union. Wir haben aber seit vorgestern oder wann die Zahlen raus sind, vom letzten Freitag vom Statistischen Bundesamt, Zahlen über die deutsche Lohnentwicklung, die wirklich revolutionär sind, die also wirklich schockierend sind in gewisser Weise. Da hat sich nämlich gezeigt, dass für das gesamte Jahr 23 sind die permanent vereinbarten Lohnerhöhungen liegen in Deutschland, man muss sich festhalten, bei 2,4%. Wenn man die Sonderzahlung hinzunimmt, sind es 3,7, ist auch noch ganz normal, alles noch völlig normal. Für Europa insgesamt sind es 4,5, aber die EZB hat eine Untersuchung gemacht, die zeigt, wenn man in das Jahr 24 schaut, also auf die Verträge, die 23 abgeschlossen worden sind und auch in 24 reichen, dann liegt Deutschland unter 2% bei den permanenten Zuwächsen. Ich meine, das ist irre. Das war also für mich, ich gucke ja wirklich regelmäßig auf die Zahlen, aber es war für mich absolut schockierend. Ich habe es nicht erwartet, dass es so wenig ist. Und da in anderen Ländern ist das anders, da liegt es ein bisschen höher, aber insgesamt ist es vollkommen klar, dass wir jetzt den Lohnspitze erreicht haben. Danach geht es runter. Wir haben Rezession, und in den neuen Verhandlungen ist es klar, dass die Inflation weg ist. Insofern verhandelt ja niemand mehr auf der Basis von 6-7% Inflation. Also die 4,5% war das Höchste, was wir gesehen haben, jetzt geht's runter. Und jetzt auf dieser Basis und mit der Rezession in Europa müsste die EZB runtergehen. Es ist für jeden einsichtigen Menschen vollkommen klar, dass sie runtergehen müsste. Nur sie müssen jetzt ihre Position verteidigen, dass es ein Jahrhundertproblem war, diese Inflation. Und wenn sie jetzt runtergehen würden, würde jeder sagen, ja, warum habt ihr euch so angestellt, wenn es so schnell weg ist? Und jetzt erfinden sie irgendwelche Zweitrundeneffekte oder so. Also es ist völlig irre. Ich will nochmal, als alter Mann, da muss ich das nochmal hinzufügen. Es wird zum Beispiel von geldpolitischen Experten gesagt, ja, in den 70er Jahren, da gab es auch Zweitrundeneffekte. Nachdem die Bundesbank damals die Zinsen gesenkt hat, ist die Preise wieder hochgegangen. Ja, was nur die Herren und Damen schlicht unterschlagen ist, im Ende der 70er Jahre gab es nochmal einen Ölpreiseffekt. Ne? Es gab nochmal eine Ölpreisexplosion. Die Ölpreise haben sich
wann war es, 79 oder 80, nochmal verdoppelt. Ne? Und das gab nochmal einen zweiten Schub. Mit der Geldpolitik hatte das gar nichts zu tun. Und das haben wir nicht. Wir haben eine völlig normale Entwicklung an den Rohstoffmärkten. Es droht kein zweiter Schub und deswegen gibt es keine Begründung, nicht runterzugehen. Und es wird so kommen, dass die Amerikaner am Ende, obwohl die in einer völlig anderen Situation sind, noch eher runtergehen als die EZB vermutlich. Ich habe es gerade vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich habe die letzten Wochen immer mal wieder ein Meme ausgepackt mit einer Lagarde drauf, wo steht, wir müssten eigentlich die Zinsen senken, aber wir können nicht, weil die Amerikaner es nicht vorgemacht haben. Genau, ja. Nee, das ist, aber die USA sind in einer vollkommen anderen Situation. Ne? Aber das Irre ist ja auch, was auch in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen wird, was man auch in der ehrlichen Diskussion mal ganz klar analysieren müsste. Die Amerikaner haben die Preise sind in den USA, die Inflationsrate ist in den USA genauso zurückgegangen wie in Europa. Ne? Also die Kurven laufen fast aufeinander, wenn man die nebeneinander malt. Nur die haben keine Rezession, ne? In Europa hat die EZB behauptet, man braucht Rezession, sie muss jetzt Rezession machen, sie muss die Nachfrage dämpfen, damit die Preise wieder runtergehen. Die Amerikaner gehen die Preise runter ohne jede Dämpfung, ne? Was zeigt, dass man diese Dämpfung überhaupt nicht gebraucht hätte. Wobei natürlich auch Jerome Powell von der Fed natürlich auch immer hausieren ging über die letzten 12, 14 Monate, dass er schon auch Schmerzen sehen will in der Wirtschaft und vor allem im Arbeitsmarkt, bevor man eine Zinswende einleiten kann. Also ja, zumindest hat er diese Rhetorik bisher ja auch aufrechterhalten. Naja, die sind ja auch in einer anderen Situation. Die haben wirklich Vollbeschäftigung, die haben einen echten Boom. Ne? Die Wachstumsraten sind irre. Die hatten im dritten Quartal auf Jahresrate hochgerechnet, deren Rechnung da 5% Wachstum, im vierten haben sie 3%. Jetzt ist schon wieder, deutet sich an, dass es wieder um die 3% ist. Also das sind schon irre, das sind andere Welt. Ne? Und Vollbeschäftigung, wie gesagt. Und die Löhne steigen da übrigens auch ordentlich. In den USA steigen die Löhne auch um 5-6%. Also der lebt in einer anderen Welt und ist trotzdem offensiver, was die Zinssenkung angeht, als die Europäer. Aber würden Sie sagen, besteht für die USA die Gefahr eines Zweitrunden Effekts? Nein, auch nicht wirklich. Die Löhne werden weiter steigen, was ja auch völlig in Ordnung ist. In dieser Größenordnung 5-6%, 4-5% ist völlig in Ordnung. Die amerikanische Situation ist eben dadurch gekennzeichnet, dass die Fiskalpolitik weiter extrem, extrem expansiv ist. Die öffentlichen Defizite liegen in der Größenordnung von 7-8%. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was wir hier machen. Wir haben hohe Zinsen, hohe Realzinsen und haben dazu Versuche des Staates zu sparen. Also prozyklische Politik nennt man das. Er verstärkt die Abschwächung. Und das ist eine völlig andere Situation und wir müssen einfach begreifen, das ist unser Hauptübel. Wir sind nicht in der Lage, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, hier zusammen diese Schuldenfrage zu klären. Und wenn wir diese Schuldenfrage nicht klären, also kann der Staat Schulden machen unter welchen Umständen, dann wird das in Europa nichts. Und es gibt niemand auf der ganzen politischen Ebene in Europa und in Deutschland, der bereit wäre in der Lage wäre, da mal zuzuhören und mal sich die Argumente anzuhören. Die sind absolut zwingend, die Argumente, die kann man nicht einfach vom Tisch wischen, aber es gibt niemanden, ne? Es gibt nichts, wir machen weiter, unsere schwäbische Hausfrau, wir sind die schwäbische Hausfrau und wir sparen jetzt ordentlich und dann wird alles gut. Ne? Mhm. Ich komme gleich nochmal zur schwäbischen Hausfrau zurück, weil die Frage sich natürlich nachher anschließt. Aber ich bleibe mal ganz kurz in den USA. Haben wir nicht trotz allem, natürlich wissen wir das alles mit den hohen Defiziten, ist die Gefahr aber nicht trotzdem für Zweitrundeneffekte da? Denn wenn wir sehen, dass wir eine permanent robuste Wirtschaft haben, die ziemlich kräftig wächst, dass wir dann auch in der Tendenz natürlich wieder steigende Preise sehen? Ja, ein bisschen kann das schon sein, also aber nicht in einer Dimension, die vergleichbar wäre mit dem, was wir hatten. Ne? Diese Schocks sind ja weg. Der Ölpreisschock, der Gaspreisschock, die sind weg. Die gab es ja auch in den USA. Wie gesagt, die Preisentwicklung in den USA ist fast genau so wie in Europa. Und ohne diese Schocks wird es vielleicht irgendwann, habe ich auch immer gesagt und ist möglich, eine normale Inflationierung geben, weil die Löhne steigen, immer weiter steigen. Irgendwann ist zu viel. Und dann wird die Fed wieder auf die Bremse treten. Aber es ist dann immer noch eine völlig andere Situation als bei uns. Ne? Wir haben hohe Arbeitslosigkeit, wir haben Rezession. Die Rezession könnte sich in diesem Jahr noch verschärfen. Ich meine, die Null, die die Regierung da hinschreibt, ist ja reine Fantasie. Genau wie im letzten Jahr die Plus irgendwas Fantasie war, haben wir auch drüber gesprochen. War reine Fantasie und war auch falsch.
Und von daher sind die Amerikaner in einer super komfortablen Situation. Nur wir machen uns verrückt, wir machen uns kaputt, weil wir diese Schuldenfrage nicht klären können. Warum tut man sich so schwer zu verstehen, dass Europa und USA in zwei völlig verschiedenen wirtschaftlichen Situationen sind? Weil bisher tut man eigentlich so, als wäre alles irgendwie parallel. Europa läuft so mit so ein paar Monaten Verzögerung in diesem ganzen Inflationsprozess hinter den USA her. Aber das ist ja nun offensichtlich nicht der Fall. Wir haben ja jetzt hier auch drüber gesprochen. Aber das nimmt ja eigentlich keiner so richtig wirklich zur Kenntnis. Naja, weil es niemanden gibt, der einen bisschen umfassenden Blick hat, der sich die verschiedenen Komponenten alle mal anschaut und nicht nur eine. Und wenn man die fiskalische Seite mit hinzunimmt, dann haben die Amerikaner unter Biden einfach ein irrsinniges Expansionsprogramm gemacht. Mein Freund Larry Summers hat ja gesagt, das wird jetzt die große Inflation geben. Hat es auch nicht gegeben, ne? Sondern es gab auch den gleichen Inflationsschub bei uns, aber die Wirtschaft wächst weiter. Und das ist das, was wir leider brauchen. Wir brauchen eine wachsende Wirtschaft, weil wir einfach sonst unser Beschäftigungsproblem nicht lösen können. Man kann nicht rückwärts wachsen oder wie manche Leute sich das vorstellen. Wir brauchen eine wachsende Wirtschaft und die kriegt man nur, wenn man eine vernünftige makroökonomische Politik macht. Und das kriegen wir in Europa nicht gebacken. Auch die Reform des Stabilitätspaktes, die da gemacht wurde, ist wieder vollkommen lächerlich. Jetzt müssen die Länder ein bisschen individueller ihre Defizite zurückführen. Frankreich kann sein öffentliches Defizit nicht zurückführen. Frankreich hat Defizite in der Leistungsbilanz. In Frankreich sparen die privaten Haushalte und die Unternehmen. Und ich habe schon wie viele Mal erklärt, einer muss Schulden machen. Und Frankreich, der Staat kann nicht sagen, ich mache jetzt keine Schulden, dann gehen die sofort in den Keller. Und dieser einfache Zusammenhang, den kriegen wir nicht hin. Mhm. Aber selbst die, sagen wir mal, an sich ja doch absolut nüchternen Kapitalmärkte, wenn man da mal ein bisschen drauf schaut, stellen ja fest oder preisen jetzt diese ganzen Zinssenkungen, die man noch zu Jahresbeginn erhofft hatte, auch in Europa peu à peu schon wieder aus. Also am Jahresanfang gingen noch alle von irgendwie 150 Basispunkten aus, jetzt sind wir schon runter auf 0,9 oder so. Also selbst die Kapitalmärkte glauben ja diese mehr hier in Europa. Ja gut, die sind, wenn ich wir reden über Wahrscheinlichkeiten und da würde ich dann auch sagen, es gibt so viele, jetzt will ich nicht beleidigend werden, aber sagen wir mal einseitig argumentierende Notenbanker in Europa, dass ich auch den Glauben verloren habe. Und wie gesagt, Frau Lagarde kommt ihrer Aufgabe nicht nach, sie kommt ihrer Aufgabe überhaupt nicht nach. Ein Kommunikationsumfeld zu schaffen, wo sie erklärt, was passiert und warum es passiert und wo sie auch versucht, Leute zu überzeugen und Leute mitzunehmen. Das kann sie nicht. Sie ist ihrer Ausbildung geschuldet, aber sie ist eben an der falschen Stelle. Und da müsste irgendjemand hineinspringen, aber die Person gibt es nicht, die das tun könnte. Und deswegen sind wir extrem, extrem einseitig und es werden ja in Europa sogar Gefahren, wenn jetzt die öffentlichen Defizite ein bisschen hochgehen, dann gibt es Gefahren, sowas. Das interessiert die Märkte alles überhaupt nicht. Die Märkte wissen alles, das ist vollkommen unproblematisch. Der amerikanische langfristige Zins ist auch völlig unproblematisch. So, wenn ich Markt wäre, würde ich auch nach Wahrscheinlichkeit sagen, ja, die Holzköpfe werden sich noch eine Weile durchsetzen. Und deswegen muss ich von meiner Erwartung, dass die Zinsen sehr schnell sinken, runter. Ja. Wobei es im EZB-Rat ja durchaus Leute gäbe, die wirtschaftliche und vor allem volkswirtschaftliche Kompetenz hätten. Ne? Selbst so ist es ja nicht. Sollte man meinen, aber es sind leider ein bisschen wenige. Mir fällt da im Moment nur der Herr Panetta ein, aber der geht bald auch raus, weil er Nationalbankpräsident wird. Also das ist, müsste man im Einzelnen diskutieren, will ich jetzt aber nicht. Aber das ist leider sehr traurig. Würden Sie sagen, dass das Sie ein Powell besser macht? Naja, das Umfeld ist jedenfalls besser. Der hat schon mal eine Finanzministerin, die wirklich was weiß, die ja seine Vorgängerin ist. Die wird ihn schon immer wieder an den Ohren ziehen, nehme ich mal an. Bildlich gesprochen. Aber Janet Yellen ist wirklich gut. Die ist wirklich super toll. Die hat das auch in der Fed toll gemacht und die macht das jetzt als Finanzministerin toll. Völlig cool, ne? Die zieht diese Politik völlig cool durch. Und ja, da ist das ganze Umfeld ist anders, es wird anders diskutiert, man hat weniger diese schwäbischen Hausfrau-Vorurteile in den USA.
die Leute wissen, dass man die öffentlichen Defizite braucht. Und Trump wird es genauso machen. Auch für Trump ist es kein Thema, weil er genau weiß, er muss es genauso machen. Man könnte natürlich auch sagen, klar, wir machen auf der einen Seite Leistungsbilanzüberschüsse und wälzen damit die Probleme auf unsere quasi Handelspartner ab. Andererseits würde ein Trump eben mit seiner etwas protektionistischen Grundhaltung dann halt einfach massiv Zölle einführen. Würde wahrscheinlich so oder so, ob wir Leistungsbilanzüberschüsse haben oder nicht. Es ist das Gleiche in Grün. Man kann es ihm kaum verübeln. Das amerikanische Defizit ist seit Jahrzehnten. Ne? Die Amerikaner haben ja gewaltige Defizite in der Leistungsbilanz seit Jahrzehnten. Die amerikanische Defizit ist der Hauptgegenposten gegen alle Überschüsse dieser Welt. Und das kann man ihnen nicht verübeln. Sie haben damals die Chinesen massiv unter Druck gesetzt, dass die ihre Überschüsse reduziert haben. Haben sie dann auch getan, erfolgreich. Der chinesische Überschuss ist weit geringer als der deutsche, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und des wichtigsten Landes, ich meine, es gibt noch größere, es gibt noch ein paar Irre in Nordeuropa, die noch viel höhere haben, Dänemark und Niederlande und Norwegen sowieso, aber das ist wieder Ölfritzen. Und aber unter den großen Ländern ist Deutschland herausragend mit seinem Überschuss, ne? Und das wird Trump nicht so hinnehmen, da bin ich fest und überzeugt. Er hat das letzte Mal schon, er hatte einen wirtschaftspolitischen Berater, wie hieß er, Navarra, glaube ich, Peter Navarra oder so, für den war das ganz entscheidend zu sagen, die deutschen Überschüsse müssen weg und das kann durchaus wiederkommen, ja. Dann hätten wir natürlich ein doppeltes Problem, wenn wir vorher nicht irgendwie mal was verändern in unserer Wirtschaftspolitik. Ja, dann wird es richtig brutal. Dann wird es richtig brutal, weil dann ist der, wie gesagt, die USA sind jetzt wieder der größte Handelspartner. Wenn die die Schotten dicht machen und sagen, so geht's nicht, ihr Deutschen, dann muss sich in Deutschland was ändern. Und dann können wir unsere Verfassung in den Orkus werfen oder was auch immer. Aber jedenfalls, es geht dann mit der Schuldenbremse auf keinen Fall mehr. Es geht sowieso nicht. Wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie die Regierung sich das vorstellt. Ich weiß auch nicht, wie der Bundeskanzler sich das vorstellt. Wir haben jetzt das dritte Jahr sozusagen schon von Stagnation. Im Jahr vorher war ja nicht viel. Davor war Corona-Katastrophe. Und wir haben jetzt 4, 5 Jahre hintereinander, wo gar nichts läuft, wo wir uns so durchwurschteln. Das ist einfach nicht ausreichend. Das ist nicht ausreichend, um über die Runden zu kommen und in einer vernünftigen Position zu bleiben für ganz Europa. Ne? Und was wir überhaupt immer nicht bedenken, sind die Osteuropäer, die dabei noch völlig hinten runterfallen. Das ist noch viel schlimmer. Aber das gibt es bei denen gar nicht. Jetzt machen wir 0,2%, dann sind sie alle happy und sagen, na ja, wird schon wieder aufwärts gehen. Das funktioniert so nicht. Aber ist es nicht einfach so, dass es uns gefühlt noch gut geht? Also man hat immer diese ganzen Drohgebärde natürlich im Kopf und wir wissen das alle, aber so gefühlt auf der Straße geht es allen doch irgendwie immer noch gleich gut wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Zumindest klar, überwiegend. Wir sind ja auch nicht so massiv abgefallen, aber es gibt trotzdem relativ große Armut in einem reichen Land in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit steigt auch. Wir haben jetzt 150.000 oder was Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Wir haben in ganz Europa immer noch eine Arbeitslosigkeit von über 6%, was historisch gesehen irre hoch ist, gerade in Ländern wie Frankreich und Italien. Also es ist nur, die Gefahr ist ja eben bei einer solchen Situation, dass man auch schnell abstürzt. Man kann auch vollständig abstürzen. Es muss jetzt nur irgendein kleiner Schock kommen, nochmal von irgendwo, und wir stürzen vollständig ab. Und das ist die große Gefahr. Aber dafür wollen wir jetzt doch wieder sparen, wo wir bei der schwäbischen Hausfrau sind. Ja, das ist verrückt, dass die schwäbische Hausfrau kann versuchen zu sparen, aber der Staat kann es eben nicht. Wenn der Staat jetzt spart, wird die Rezession tiefer. Ne? Wir wissen jetzt schon quasi, dass das erste Quartal ist auch verloren. Das erste Quartal ist auch schon wieder weg. Das ist wahrscheinlich negativ nach allen Indikatoren, die wir haben. Warum soll sich etwas bessern? Ne? Diese einfache Frage müsste ich Habeck jeden Morgen beim Frühstück stellen. Warum soll sich etwas bessern? Weil ich da ein bisschen rumfummele und irgendwo bessert sich überhaupt nichts. Das Dollste ist Bürokratie. Ne? Das habe ich auch immer. Ich habe dann irre Déjà-vu-Erlebnisse. Nicht seit 40 Jahren, sondern seit 50 Jahren machen die Bürokratieabbau. Schon in den 70er Jahren. Bürokratieabbau ist die Rettung des Landes. Immer. Es ist völliger Unsinn. Das rettet überhaupt nichts. Und das sind die Scheinbilder, mit denen wir uns so beruhigen.
Und das muss in die Hose gehen. Und am Ende wird diese Regierung erstmal platzen und dann nur, es kommt nichts Besseres, weiß ja nicht, was kommt. Dann, wenn die CDU die Mehrheit hat, die braucht die SPD und die Grünen zum Regieren. Dann da ändert sich überhaupt nichts. Das bleibt ganz genauso. Ich hab's mir hier auch extra aufgeschrieben, weil das natürlich so die gefühlte Diskussion der vergangenen Monate dreht sich natürlich vor allem um dieses ganze Thema Bürokratie. Und auch Habeck hat in seinem Jahresbericht auch wieder gesagt, hier das große Investitionshemmnis sei die Bürokratie, die für die Unternehmen zur Qual geworden ist. Jetzt glaube ich nicht, dass in den letzten 2 Jahren die Bürokratie massiv zugenommen hat und in allen anderen größeren Ländern, wenn man mal ein bisschen unterwegs ist, ich meine, Sie leben ja auch nicht durchgängig in Deutschland, dann muss ich sagen, naja, jedes große Industrieland hat so einen gewissen Bürokratieapparat, den er mit sich rumschleppt und auch da ist es nicht einfach, im Formularkrieg zu überleben. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unser alleiniges Hemmnis ist, damit Investitionstätigkeit in Deutschland passiert. Nein, das ist reine Fantasielosigkeit, weil wir alles andere nicht ernsthaft ansprechen wollen, sprechen wir über Bürokratie immer, wie gesagt, seit 50 Jahren. Niemand hat mehr über Bürokratieabbau gesprochen als der Kohl. Was ist dabei rausgekommen? Nix. Die Bürokratie ist die Bürokratie. Schauen Sie in die USA. Die USA haben eine irrsinnige Bürokratie. Glauben die Leute immer, das sei das freieste Land der Welt. Das stimmt nicht. Die haben eine irre Bürokratie in den USA. Und überall, auch hier, wo ich lebe, in Frankreich, gibt es überall Bürokratie. Das ist völlig klar. Eine komplexe Gesellschaft, wie wir sind, die braucht leider Bürokratie. Ne? Ohne Bürokratie geht es nicht. Und es wird immer ein bisschen komplexer. Und ob ich jetzt noch hier und da irgendwie wieder ein Action abschneide und ein bisschen verschlanke, das hat am Ende mit der Wirtschaft, mit dem gesamten Dynamik der Wirtschaft überhaupt nichts zu tun. Und dann, wie gesagt, gegen solche irrsinnigen Bremsen wie die hohen Zinsen, ist es lächerlich zu glauben, man kann damit irgendwas reißen, man kann da nichts reichen. Das ist immer die gleiche Naivität, immer der gleiche einfache Glaube an solche Wunderwerke, den die Politiker sich ausdenken, den ihnen auch die Bürokraten einreden. Ne? Die Beamten, die selbst Bürokraten sind, reden das den Politikern ein, du musst jetzt Bürokratie abbauen, dann wird alles gut werden. Aber alles Quatsch. Aber ich komme doch mal drauf zurück. Es schadet doch nicht, wenn man ein attraktiver Investitionsstandort ist mit, attraktiven Steuern, attraktivem Bildungssystem, attraktiver Infrastruktur, okay, bezahlbarer Energie. Das ist doch an sich erstmal ein wünschenswerter Rahmen, damit private Investitionen auch aus dem Ausland passieren können. Ja, sicher, das ist vollkommen richtig. Ob die Investitionen jetzt zum großen Teil aus dem Ausland kommen, da habe ich meine Zweifel. Machen wir uns nichts vor, Auslandsinvestitionen finden dort in großem Maße statt, wie in China, ne? Wo die Unternehmen die Möglichkeit haben, mit ihrer hohen Produktivität extreme Sondergewinne, Zusatzgewinne zu machen. Wenn ich mit meiner heutigen deutschen Produktivität nach China gehe, dort sind die Löhne immer noch ein Fünftel der Deutschen, dann mache ich eine irrsinnige Marge, habe ich dann plötzlich, ne? Irrsinnig niedrige Lohnstückkosten und irrsinnig hohe Gewinnstückkosten, Stückgewinne, so rum heißt es. Irrsinnig hohe Stückgewinne. Und das kann Deutschland ja nicht darstellen als ein reiches Land, ein Land an der Spitze der technologischen Pyramide. Und das macht man eben weiter unten. Wenn man nicht ganz die Technologie hat, aber niedrige Löhne, dann kann man dieses Mittel einsetzen. Trotzdem sollte man attraktiv sein, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Wir können unser Bildungssystem, können wir unheimlich viel reinstecken, da bin ich absolut dafür, dass das alles besser wird und man kann vieles effizienter machen. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist eine Katastrophe und so weiter. Das kann man alles verbessern, nur das alles ist nicht der Reißer. Das ist alles nicht etwas, was uns in den nächsten 5, 10 Jahren hilft, in 20 vielleicht oder in 30. Und dafür sollte man es auch tun, bin absolut dafür. Aber man darf nicht glauben, dass das nun irgendwie die Lösung sei. Aber die Amerikaner machen es ja eigentlich mit ihrem Inflation Reduction Act ja auch so. Ja, mit viel Geld dahinter, mit unheimlich viel Geld dahinter. Ne? Ohne Geld wäre das auch nichts. Ne? Natürlich nicht, ja. Mit unheimlich viel Geld dahinter. Das ist der Punkt. Wie gesagt, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Irgendwas in der Richtung müssten wir doch auch tun, oder nicht? Na sicher, wir müssen all das tun. Wir können das auch so tun wie die Amerikaner. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn man bestimmte Industrien schützt, weil der Freihandel ist ja auch nur so eine Idee, die in vieler Hinsicht nicht so funktioniert, wie sich die meisten Ökonomen das vorstellen. Aber da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Kommt übrigens bald ein Buch raus, wo das alles drinsteht. Ein ganz dickes Buch, wo alles drinsteht. Da sind wir gespannt drauf. Aber das ist...
Nein, das kann man alles machen, nur man muss Geld dazu in die Hand nehmen. Es geht nicht ohne Geld. Zu glauben, man kann eine Wirtschaft anschieben, ohne Geld in die Hand zu nehmen, funktioniert nicht, ist eine Illusion. Und diese Illusion steht bei uns dummerweise in der Verfassung, ne? Und da muss sie raus. Das ist auch diese ganzen Vorschläge vom Sachverständigenrat und so ein bisschen hier rumfummeln, da ein bisschen Schuldenbremse, ist alles Quatsch. So ein Akt hat nichts in der Verfassung zu suchen. Das hat nichts mit der Verfassung zu tun. Das ist eine Frage, die von Jahr zu Jahr entschieden muss, wie viel Schulden macht der Staat und ist das langfristig das, was die Gesellschaft will oder nicht. Das sind alles Fragen, die man politisch entscheiden muss, aber die können nicht in der Verfassung stehen. Was hat die Verfassung damit zu tun? Die Verfassung hat uns Regeln zu geben für das Zusammenleben über 1000 Jahre hoffentlich, aber nicht zu entscheiden darüber, was tue ich übermorgen mit dem öffentlichen Haushalt. So, da haben wir natürlich schon oft drüber gesprochen, dass die weg muss. Aber können Sie schon auch verstehen, dass, sagen wir mal, viele im Lande deswegen natürlich auch der vielleicht neoliberalen volkswirtschaftlichen Idee folgen, weil immer dann, wenn der Staat zu viel Geld hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn er keine Schuldenbremse hätte, dass in der Politik das halt sehr oft für sehr viel Nonsens ausgegeben wird und versickert in, keine Ahnung, Wahlgefälligkeiten und so weiter und so fort, anstatt in die Investitionen, die durchaus Sinn machen würden. Ich bin ja grundsätzlich, wie gesagt, auch dafür. Ja, das ist, das ist menschlich, das ist völlig normal. Aber es macht es ja nicht besser. Nein, aber wenn man jetzt in die USA guckt, wird man das auch finden, ne? Wird man ganz viele, viele Maßnahmen finden, die in diesen Riesensummen, die der amerikanische Staat jetzt ausgibt, wo man sich fragen muss, muss das sein, kann man das nicht anders hinkriegen? Ich bin auch dafür, dass wir es anders hinkriegen, aber dann muss ich ein völlig anderes Umfeld haben, in erster Linie ein anderes geldpolitisches Umfeld. Wenn die Zinsen extrem niedrig sind, wir haben das erlebt, 50er, 60er Jahre, da hatten wir extrem niedrige Zinsen, durch die USA übrigens. Durch die USA hatte die ganze Welt extrem niedrige Zinsen, steht auch in meinem neuen Buch. Dann hat die ganze Welt funktioniert, weil wir hatten einen Wachstumsschub, die Leute haben hohe Einkommen gekriegt, die Löhne sind ordentlich gestiegen. Man kann eine solche Dynamik erzeugen, ne? Man kann eine solche Dynamik erzeugen, auch ohne den Staat. Ich bin nicht generell dafür, dass jetzt immer der Staat und nur, und das ist alles Quatsch. Aber wenn ich in einer Situation bin, wo ich jetzt nichts anderes habe, ne? Wo ich auch die privaten Unternehmen nicht zum Jagen tragen kann, da muss einer dann trotzdem zum Jagen gehen, sonst verhungern wir, ne? Und auf Dauer jedenfalls. Natürlich geht es uns noch gut vom Niveau her, aber das Problem ist, die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten, ne? Im Gegensatz zu dem, was manche glauben, man macht Nullwachstum für 100 Jahre oder 1000 Jahre. Es ist Unsinn. Es ist Entwicklung. Entwicklung heißt, es gibt immer wieder was Neues. Und auf dieses Neue müssen wir reagieren, indem wir uns anpassen. Wir können uns vernünftig anpassen oder unvernünftig, aber wir müssen diese Entwicklung mitmachen. Wir können nicht einfach stehen bleiben. Und das funktioniert unter gegenwärtigen Umständen nicht. Und das müsste man erkennen. Man müsste es wenigstens diskutieren. Wissen Sie, wenn man das wenigstens diskutieren würde, wäre ich ja zufrieden, ne? Aber es wird ja nicht diskutiert. Nee, überhaupt nicht, ne? Es gibt 1000 Talkshows, ich schaue ja nie eine an, aber ich weiß, was da geredet wird, deswegen schaue ich ja nie eine an. Aber in diesen 1000 Talkshows wird nur Unsinn geredet, weil es niemand gibt, der einmal die Diskussion ein bisschen öffnet, so wie wir das jetzt tun. Ne? Das gibt es einfach nicht, das wollen sie einfach nicht. Irgendwie wollen sie das nicht, keine Ahnung warum. Es ist halt so ein bisschen die Mehr, dass das alles in den Sozialismus führt. Ja, das ist ein völliger Blödsinn. Das hat mit Sozialismus ja nichts zu tun. Das ist ein Blödsinn. Ja, das erzählen manche, denke ich, weiß. Ich habe ja mit so Libertären schon diskutiert und die glauben, es führt alles in Sozialismus. Das ist Blödsinn. Wenn Sie uns sagen, was wir machen können, vernünftigerweise in Sachen Makroökonomie, um die Unternehmen bombig zum Investieren zu bringen, bin ich sofort dabei. Machen wir das doch. Nur Sie wissen es nicht, ne? Nur wenn es nicht funktioniert und der Staat springt ein, weil es nicht funktioniert, springt er ja ein, nicht aus Jux und Dollerei, ne? Der Staat ist ja froh, wenn er nichts tun muss. Aber wenn es nun nicht anders geht, dann gehen sie auf die Barrikaden und sagen, hättet ihr nur die Privaten gelassen. Das ist ein Blödsinn, weil die Privaten haben es ja nicht hingekriegt, ne? Wir hatten schon Zeiten, wie gesagt, wo das funktioniert hat, aber die waren in vieler Hinsicht völlig anders als das, was wir heute haben. Wie bringt man die Privaten denn wieder dazu zu investieren? Darüber haben wir auch schon oft diskutiert. Naja, ich habe vorhin schon angedeutet, man braucht erstmal extrem positive monetäre Bedingungen. Das heißt, die Zins,
Wachstumsrelationen. Also der Zins muss viel niedriger sein als das Wachstum. Die Erwartungen müssen so sein, dass ich wirklich einen Kredit aufnehmen kann und im Durchschnitt der Volkswirtschaft gut damit wegkomme, eine ordentliche Rendite einfahren kann. Das ist die eine notwendige Voraussetzung. Und das andere ist, ich muss das, was erwirtschaftet wird, an Produktivität rauskommen, muss ich verteilen, muss ich den Menschen geben, ne? Weil die müssen es ja wiederholen und nachfragen, meine Produkte, ne? Das müssen auch die Unternehmer mal begreifen, die begreifen das leider nie. Unternehmer begreifen Volkswirtschaft schon überhaupt nicht. Die müssen ja ihre Produkte kaufen, ne? Also müssen man ihnen das Geld geben, damit sie diese Produkte kaufen können. Wenn man ihnen das Geld nicht gibt, und da kann man in diesen Aufsatz gucken, den ich gerade mit Friederike Spieker geschrieben habe, vorgestern ist er rausgekommen, am Sonntag, da muss man sich mal die Kurven anschauen, wie die Lohnentwicklung war in Europa in den 10 Jahren zwischen 2010 und 2020. Das ist eine absolute Katastrophe gewesen. Das war immer ganz nah null, 1%. Ne? Wir hatten, ich habe 1,0 in dem Schnitt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irre. Ich habe es noch irgendwo. Erstaunlicherweise ist nur, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, von der EZB niemand damals auf die Barrikaden gegangen, hat gesagt, die Löhne steigen nicht, die Löhne müssen mehr steigen, dann müssen wir nicht so blöde Nullzinsen machen. Hat keiner gesagt. Jetzt hat die EZB die Löhne entdeckt. Ne? Jetzt, oh, die Löhne könnten steigen. Damals haben sie alle geschlafen. Ein Jahrzehnt lang haben sie geschlafen und jetzt werden sie plötzlich wach. Aber es ist falsch. Ne? Wir hätten damals schon viel expansiver sein müssen. Und man muss sich, wie gesagt, mal die 50er und 60er Jahre angucken. Das war nicht Ludwig Erhard, das waren die Lohnsteigerungen. Es gab massive Lohnsteigerungen. Es gab eine super Zinswachstumsrelation und es gab Lohnsteigerungen, die dazu geführt haben, dass die Leute das Zeug gekauft haben. Und jetzt kommen die Grünen und die Linken und sagen, nein, aber das kaufen wollen wir ja nichts. Dann kann ich nur sagen, da müssen wir umsteuern. Aber das müssen wir in einem Entwicklungspfad, auf einem dynamischen Entwicklungspfad machen. Ne? Man kann umsteuern, die Leute können anderes Zeug kaufen, aber irgendwas kaufen müssen sie. Wenn wir was produzieren, müssen sie was kaufen. Und dafür müssen wir ihnen Geld geben. Und das hat in Europa total gefehlt. Jetzt habe ich noch mal gleich abschließend dieser Tage, ich glaube letzte Woche war es so eine Schlagzeile gewesen, dass Lindner fordert jetzt eine Ära der Strukturreformen, so habe ich es mir aufgeschrieben. Da musste ich so ein bisschen vor mich hinschmunzeln, weil das klingt für mich schon wieder nach Oppositionsarbeit, weil als aktives Mitglied einer Regierung in Form des Ministeriums, das er da anführt, könnte er ja welche anschieben. Ja, naja. Außerdem ist das wieder so schwierig mit den aktiven Strukturreformen. Ja, soll er mal sagen, was es genau ist. Da habe ich auch wieder. Aber es klingt halt immer natürlich wahnsinnig toll. Da habe ich Déjà-vu-Erlebnisse zurück bis in die 70er Jahre, auch wieder wie bei der Entbürokratisierung. Das Wichtigste ist wahrscheinlich wieder die Entbürokratisierung. Ich meine, wenn Ihnen was eingefallen wäre, hätten Sie es ja in Ihren komischen Jahreswirtschaftsbericht hineinschreiben können. Nur, ich habe das Ding angeguckt, also lesen kann man das nicht, aber angucken kann man das. Und da ist mir nichts Revolutionäres aufgefallen. Es gibt nichts, was irgendwie neu wäre oder interessant wäre, sondern es sind im Grunde die alten Kisten, haben sie aufgeschrieben, von letzten. Lambsdorff-Papier ist jetzt ganz groß wieder, ne? Lambsdorff-Papier ist schon ganz groß. Ist sozusagen die Blaupause für die heutige Entwicklung. Ah, Blödsinn, ne? Also auch wieder absoluter Blödsinn. Ich habe übrigens, das muss ich jetzt noch erzählen, noch schnell. Ich habe übrigens die erste Einleitung zu dem ersten Entwurf des Lambsdorff-Papiers geschrieben. Ach so, echt? Das glaubt man nicht, ne? Das darf ich jetzt erzählen. Ich glaube, jetzt sind 40 Jahre rum, darf ich das erzählen. Da war ich Beamter im Wirtschaftsministerium und mein Abteilungsleiter Tietmeier hat mich aufgefordert, doch mal ein grundlegend anderes Papier zu schreiben. Und dann habe ich eine Einleitung geschrieben und hat er gesagt, nee, das wäre es wohl nicht. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Nee. Herrlich. Hat wieder sehr großen Spaß gemacht. Okay. Vielen Dank. Gerne. Und wir können schon mal klären, ich glaube, das ist das Buch, als Sie vor Jahren mal bei uns in München waren, das ist bestimmt schon 2-3 Jahre her, da waren Sie schon mit dem Buch beschäftigt, da hatten Sie schon angekündigt, dass es ein dicker Wälzer wird. Da war Sie etwas hektisch, weil Sie im Taxi Ihr Laptop verloren hat, wo das Skript drauf war. Ist das das Buch? Das ist das Buch, genau. Und wann kommt's? Im Laufe des Jahres, also dieses Jahr bestimmt. Okay. Aber ich hoffe, haben wir das auf jeden Fall eine Verabredung dazu, ja. Wenn es fertig ist. Ich habe schon ein bisschen was habe ich schon mal rausgehört gehabt, worum es so gehen wird neulich. Das wird, glaube ich, ziemlich spannend werden. Da werden wir uns dann auf jeden Fall wieder zusammensetzen. Okay. Herr Flachmann, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, gerne. Tschüss, alles Gute.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch wieder einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben da nochmal ein paar Themen angerissen. Ihr habt es gehört, Heiner Flassbeck hört ab und zu Kommentare oder liest Kommentare durch. Also dürft reinschreiben, aber es gilt immer noch hier ein bisschen Anstand und Sitte, sondern schön mit Sachargumenten daherkommen, denn wir wollen ja eine Debatte haben und darum geht es ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.